19. Mai 1963. Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindelmann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr Jesus, legt die Scheindemut endlich ab, die euch von der Begegnung mit mir zurückhält. Weißt du, warum ich das sage? Unter dem Vorwand, nicht würdig zu sein, haltet ihr euch zurück. Leider muss ich sagen, dass wegen eurer Sünden ihr nach meiner Liebe hungert. Macht euch meine Liebe würdig durch eure Bußgesinnung. Dir sage ich, leide für sie. Sei das Leiden vor dir noch so dunkel, bringe dieses Opfer. Kommt nur zu mir, die Leiden sind für euch nur so lange dunkel, solange ihr nahe zur Erde seid. Meine Tochter, du verstehst mich schon, nicht wahr? Als ihr geboren wurdet, habe ich auf das Pergament eures Lebens auch das Leiden geschrieben. Jetzt erläutere ich dessen Wert. Je näher ihr zu mir kommt, umso mehr erhält mein Glanz den Wert eures Leidens. Und wenn ihr bei mir ankommt, dann werdet ihr vor dem Thron der heiligsten Dreifaltigkeit dessen nie verschwindenden Wert und seine Schönheit betrachten können. Ich werde sie sofort dort entwickeln und mit meinen Verdiensten vereint. Wird sich für euch ein wundervolles Verdienst daraus ergeben, wodurch eure Seelen in wonnevollen Rausch getaucht werden. Erinnere dich nur an die Abziehbilder, mit denen du in deinen Kinderjahren so gerne gespielt hast. Du musstest sie nur anfeuchten, ein bisschen reiben, und schon kam in schönen Farben eine prächtige Landschaft, ein Prinz, eine Prinzessin oder sonst etwas hervor. Ich sehe, du schaust mich verwundert an, warum ich von solchen naiven Kinderspielen spreche, meine Tochter. Meine Lehre ist einfach und kindlich. Den Kinderseelen, die nichts abwägen, gehört der Himmel, denen, die staunend auf mich hören und mir Glauben schenken. Sehe, ich spreche nicht in der Sprache der Wissenschaft zu euch. Diese hat noch niemanden geheiligt. Nehmt meine einfache Lehre, die ich in eure Kinderseele eingepflanzt habe, an. Siehst du, denen gehört mein Reich. Für die Ungläubigen opfere die von mir angebotenen Leiden, die ich auf deinem Pergament vermerkt habe. Sei nicht bequem. Schreibe jetzt weiter. Und wenn deine vielen niedergeschriebenen Worte, deine Leiden, die du in meinem Erlösungswerk zu ertragen hattest, zu mir gelangen, wird mein belebender Sonnenstrahl auf dich scheinen, ähnlich wie die aufgehende Sonne am Morgen das noch schlummernde dunkle Tal erhält und die Frühaufstehenden sich in dessen prächtige Schönheit versenken können. Jetzt genügt so viel. Zehre von meiner Lehre, bis ich wieder zu dir spreche und sende betend meine Worte zurück. Das geschah in aller Frühe vor dem Altar. Nach dem langen Gespräch folgte eine kurze Pause. In der Stille ließ dann die heiligste Jungfrau ihre Stimme hören, so dass sie das letzte Wort des Herrn mit dem ihrigen verband und sprach. Meine kleine Tochter, zu den Frühaufstehenden gehörst auch du, auf die ich im Dunkel deine Seelennacht meine Liebesflamme erstrahlen ließ
und mit ihrer milden, strahlenden Wärme dir neue Kraft verlieh. Es gibt viele solche Seelen, auf die ich den belebenden Strahl meines mütterlichen Herzens, das Gnadenwirken meiner Liebesflamme, senke. Weiß, die Erde ähnelt jetzt der Natur vor einem Sturm. Sie ist auch mit einem ausbrechenden Vulkan zu vergleichen, dessen aufsteigender höllischer Rauch mit seiner herabfallenden Asche wirkt, tötet und blendet und bei dessen Erdbeben sich alles um ihn in Ruinen verwandelt. Das ist jetzt die schreckliche Lage der Erde. Der Krater des Hasses kocht. Seine tötende, schwefelhaltige Asche will die zum Ebenbild Gottes erschaffenen menschlichen Seelen zum Erschauen, zum Erblassen bringen. Ich, der schöne Strahl des Morgenrots, verblende Satan. Die Menschheit werde ich von der sündigen Lava des Hasses befreien. Kein einziger Sterbender darf verdammt werden. Kein einziger Sterbender darf verdammt werden. Kein einziger Sterbender darf verdammt werden. Meine Liebesflamme ist im Begriff zu zünden. Weißt du, meine kleine Tochter, die auserwählten Seelen werden den Fürsten der Finsternis bekämpfen müssen. Das ist ein fürchterlicher Sturm. Nein, kein Sturm, sondern ein Orkan, der alles verwüstet. Er will sogar den Glauben und das Vertrauen der Auserwählten vernichten. Aber indem sich jetzt anschickenden Sturm werdet ihr das aufblitzende Licht meiner Liebesflamme wahrnehmen. Durch das Ausströmen ihres Gnadenwirkens werde ich die dunkle Nacht eurer Seelen erhellen. Du verstehst nicht wahr, was ich jetzt gesagt habe. Meine Liebesflamme sucht mit dem heiligen Josef auf den Straßen Bethlehems Herberge. Wir flüchten vor dem Hass des Herodes. Weißt du, wer die Verfolger sein werden? Die Feiglinge, die um ihre Bequemlichkeit fürchten. Die Wannenden, die Trägen, die alles Besserwissenden, die unter der Maske der Klugheit sich tarnenden. Ja, diese stoßen gegen meine Liebesflamme vor, wie einst Herodes gegen den Leib des unschuldigen Jesuskindes. Aber wie damals der himmlische Vater das Jesuskind in seinen Schutz nahm, so beschützt er jetzt meine Liebesflamme. Der himmlische Vater wird für sie Sorge tragen. Diese Worte der allerheiligsten Jungfrau waren so erschütternd, wie ich sie noch niemals gehört habe. Ich hatte dabei das Empfinden, dass sie die Königin, die mächtige Fürstin der Welt ist, vor der die Menschheit reumütig in die Knie sinken wird. Nach kurzer Stille vernahm ich sie wieder in meinem Inneren. Siehst du, mein Kind, ich hebe euch empor und führe euch in die ewige Heimat, die mein göttlicher Sohn, um den Preis seiner unermesslichen Leiden euch erworben hat. In diesem Ton habe ich die allerseligste Jungfrau noch nie sprechen gehört. Ihre Stimme war voller Majestät, Macht und Entschlossenheit. In Worten ist es nicht zu schildern, mit welch unaussprechlichem Staunen und Zittern ich dies alles vernommen habe. Nach einigen Minuten der Stille sprach sie in ganz anderem, in ihrem gewohnten mütterlichen Ton von Milde und Zärtlichkeit gerührt. Meine kleine Tochter, damit musst du beginnen, zittere nicht. Mein kleines Werkzeug,
Vertraue auf meine mütterliche Macht. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.